Herzlich willkommen zu diesem Video. Ich zeige Ihnen hier, wie man einen Gastzugang auf der Fritzbox einrichtet. Der Vorteil von Gastzugängen ist, dass Sie einem Gast den Zugriff auf das Internet über Ihren Router erlauben können, ohne dass Ihr Gast auf Ihr Heimnetzwerk zugreifen kann. Das Ganze funktioniert über LAN, aber auch über WLAN. Ich gehe zuerst auf das WLAN ein. Der Vorteil beim Gastzugang über WLAN liegt darin, dass Sie Ihrem Gast einen Schlüssel geben, der nur für den Gastzugang gilt und somit der Standardzugang davon gar nicht betroffen ist. Ihre Familienmitglieder gehen über den Standardschlüssel, den Sie einmal auf Ihrem Smartphone oder wo auch immer eingegeben haben, weiterhin über das WLAN ins Internet, während Ihre Gäste einen anderen Schlüssel bekommen, den Sie jederzeit wieder deaktivieren können, sodass Ihre Gäste dann den Router nicht mehr nutzen können. Um einen Gastzugang für das WLAN einzurichten, loggen Sie sich auf Ihrer Fritzbox ein, gehen dann auf WLAN, Gastzugang und können an dieser Stelle den Gastzugang aktivieren. Sie müssen sich nun dafür entscheiden, ob Sie einen passwortgeschützten WLAN-Zugang einrichten oder einen Zugang als öffentlichen Hotspot ohne Kennwortschutz. Ich gehe hier nur näher auf den Fall ein, dass Sie Gäste im Haus haben, für die Sie einen kennwortgeschützten Gastzugang einrichten möchten. Sie müssen anschließend dem Gastnetzwerk einen Namen geben. Das ist bei mir Gastnetz Müller. Sie müssen einen Netzwerkschlüssel angeben. Heute 1234 in diesem Fall. Diesen Schlüssel müssen Sie Ihren Gästen mitteilen, die sich nun auf dem Gastnetz Müller auf Ihren Geräten mit diesem Schlüssel einloggen können. Es gibt weitere Verbindungsmethoden, auf die ich hier nicht weiter eingehe. Es gibt auch noch weitere Einstellungen, die möglich sind, die dienen aber eher dem Fall, dass Sie einen öffentlichen Hotspot einrichten. Auf diesen Fall gehe ich hier auch nicht näher ein. Sie sollten noch beachten, dass Sie über das Zugangsprofil Gast über Internetfilter Zugangsprofile zum Beispiel den Zeitraum festlegen können, zu dem Ihre Gäste Zugang zum Netzwerk haben. Wenn Sie das Ganze von Hand wieder auflösen wollen, müssen Sie einfach den Gastzugang wieder deaktivieren, sodass Ihre Gäste dann keinen Zugriff mehr auf das Netzwerk haben. Wenn Sie nun Ihren Gästen einen Gastzugang über das LAN-Kabel ermöglichen wollen, so geht das nur über den LAN-Anschluss 4. Es gibt also nur den einen Anschluss dafür. Wenn mehrere Gäste diesen Anschluss nutzen möchten, dann müssen Sie ein Zusatzgerät anschaffen, nämlich einen Switch, der zwar sehr einfach einzurichten ist, aber natürlich gesondert angeschafft werden muss. Wenn Sie nun Ihren Gästen den Zugang zu Ihrem Netzwerk über das LAN-Kabel ermöglichen wollen, klicken Sie nach dem Einloggen auf Heimnetz, Netzwerk, Netzwerkeinstellungen. Dort können Sie sich nun für die Betriebsart Ihres Routers entscheiden. In meinem Fall ist das hier einfach als Internetrouter. Anschließend aktivieren Sie den Gastzugang, indem Sie hier auf Gastzugang für LAN 4 aktiv klicken und können sich nun dafür oder dagegen entscheiden, dass Ihre Gäste den Nutzungsbedingungen zustimmen müssen, bevor sie denn wirklich aktiv werden können. Anschließend klicken Sie auf Übernehmen und haben Ihren Gastzugang damit aktiviert. Wollen Sie den Gastzugang wieder deaktivieren, klicken Sie einfach wieder hier drauf und auf Übernehmen und haben den Gastzugang damit wieder deaktiviert. Ja, das war's auch schon. So einfach ist es, einen Gastzugang über das LAN-Kabel oder auch über das WLAN einzurichten. Vergessen Sie nicht anschließend, das Ganze wieder zu deaktivieren, wenn Ihre Gäste wieder aus dem Haus sind, denn sonst haben die Gäste ja auf Dauer Zugang zum Internet über Ihren Router. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich würde mich natürlich sehr über ein Like oder über ein Abo freuen. Ich hoffe, dass Sie mit dem Video etwas anfangen konnten und demnächst Ihren Gastzugang aktiv einrichten.